Slate. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und zwar spielen wir nochmal eine Runde Halo Infinite. Ich weiß immer noch nicht, wie man spricht, ganz ehrlich. Und zwar geht's ja nur gegen Bots. Und ich war ja gestern auch nicht überzeugt, dies, das. Es ist auch immer noch so. Aber es kam ein 6 GB Update heute für diese Tech Preview. Und mal schauen, ob sich irgendwas getan hat. In erster Sicht nein. Es fühlt sich immer noch ekelhaft an. Es laggt sogar mehr. Es ruckelt irgendwie mehr als vorher. Ich habe immer noch nur 60 FPS. Und ich habe eine ganz andere Map ausgewählt. Es kommt wieder diese Map. Also es ist irgendwie mehr Bug. Das ist ja schon wieder hier. Also das kannst du ja nicht spielen, du. Du kannst es nicht zocken, Digga. Kannst dich nicht zocken. Das kann doch nicht am Dings hier liegen, oder? Kannst es einfach nicht zocken, Alter. Ups. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Nee, du kannst es nicht zocken. Es fühlt sich so ekelhaft auf dem PC an. Viel zu schnell die Maus auf einmal. Haben die daran was geändert, oder was? Spartan down! Taking damage! Nee, es fühlt sich. Alter, das Game ist so buggy. Zumindest auf PC. Und es sieht schlecht aus, die Grafik ist so verwaschen. Es sieht so scheiße aus. Alter. Alter, ist das schlecht, Mann. Digga, es ist ja Katastrophe jetzt gerade. Es ist ja alles hier am. Wenn ich immer 140 FPS hätte, ohne dass es so laggt. Auch wenn man geht, dieses Wackeln, Alter, das ist eine Katastrophe, Digga. Das ist eine Katastrophe. Wer will denn sowas sehen, dass sich die ganze Zeit dieses Bild so bewegt? Das ist eine Katastrophe. Also ich muss nochmal alles zurücknehmen, was ich gestern gesagt habe. Positiv, es ist ja noch schlechter geworden. 6 GB ab, das ist krank, Alter. Und ich habe hier diese Scheiße aus. Was ist das hier? Hier, Bildschirmerschütterung. Muss man es auf 100% machen? Nein, hatte ich gestern auch probiert. Hä, oder Moment mal. Lost a teammate. S7 Sniper inbound. Okay. Ich hab's falsch rum gehabt. Ich hab's echt falsch rum gehabt. Ich hab's auch gestern oder vorgestern, als ich das mal gespielt hatte, auch ausprobiert. Jetzt ist das nicht mehr, ne? Oder? Warte mal. Ah, doch. Aber es ist nur, wenn man sprintet. Ah, okay. Das hätte ich jetzt aber auch gerade. Ja, stimmt. Wenn ich jetzt so gehe. Ja, aber auch ein bisschen. Alter, ist es aber nur am Laggen, ne? Mit einem High-End-Rechner. Nee, nee, aber das muss auf jeden Fall dann doch wieder aus. Das ist ja klar. Ja. Ja, aber es ist ja unspielbar, ne? Also, ich mach jetzt mal just for fun. Overshield inbound. Pass mal auf, wir machen jetzt hier mal. Er soll mir 240 geben. Er soll die Grafik so runter machen, dass er mir 240 FPS gibt. Kommt trotzdem nur über 80. Und die Grafik sieht scheiße aus. Nee, Leute, das kann sich keiner antun, Alter. Was für ein Müllgame, Alter. Was für ein Müllgame. 80 FPS, ist das, was wir schaffen, oder was? Digga, jedes Spiel geht auf volle Pulle, Alter. Das ist krank. Ich mach jetzt mal selber alles auf niedrig. Keine Ahnung, ob das irgendwas bringt, Digga.
Digga, selbst auf niedrig, du kommst nur auf 80 FPS. Im High-End-PC. Ja, keine Ahnung, was das soll. Wie kann man sowas rausbringen? Also testen die das nicht? Die müssen das doch vorher testen. Ja klar, Microsoft, die Entwickler haben wahrscheinlich 50.000K-PCs. 50.000-Euro-PCs, aber Digga, das muss man doch trotzdem mal testen. So, komm, jetzt probieren wir es mal auf einen normalen High-End-PC. Und ich habe einen High-End-PC, mehr kann man nicht dazu sagen. Der RTX 3070. Fertig, aus. Und wenn dieses Spiel guckt... Dreck. 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 Dreck.